Hey Leute, willkommen zurück zu Guardian Quest. Wir stürzen uns heute in ein paar weitere Gefechte, würde ich mal sagen. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das mit den Knoten hier mache. Brauche ich ja momentan nicht. Gebe ich mir vielleicht für später auf. Bei mit Katrin haben wir auch eine ganz gute Heilerin, von daher. Und was das hier angeht, das wäre schon Level 12. Das wäre auf jeden Fall stärker. Das wäre Level 10. Das wären Wellen. Immer ein tödliches Gefecht. Ich glaube, wir werden erstmal hier hingehen. Und auch wenn denen so ein paar Lebenspunkte fehlen, ich glaube, das geht noch mit der Heilerin, mit Katrin, vorausgesetzt. Sie bekommt die passenden Zauber auf die Hand. So, das wäre schon mal ganz gut, wenn ich einfach hier ihn gleich mal ausschalte. Geht's nach oben, benutzt jetzt meuteln. Hat leider noch nicht ganz gereicht. Okay, ja, dann war's das erstmal mit dir. Ich würde auf jeden Fall als erstes gern mal hier die Fledermaus erledigen, wenn wir schon dabei sind. Verschiebung haben wir hier. Irgendwas, ja gut, nehmen wir. Das reicht nicht. Ich verschiebe ihn mal nach hinten. Und dann können wir. Was können wir denn mal machen? 19 Schaden, ja. Scharmützel. Gut, du willst da Schaden machen. Du willst auch Schaden machen. Dann sollte ich mich primär erstmal um die kümmern, die Damage machen wollen. Und zwar nehmen wir dann dich als erstes raus. Und dann nehmen wir einmal aufreißen bei. Gut, bei ihm macht das jetzt nicht so viel Sinn. Ich kann jetzt auch nicht nochmal bewegen. Geht halt auch nicht. Gut, nehmen wir bei dir aufreißen. Dann hätten wir das erstmal. Und ich hoffe, du kannst jetzt hier die Fledermaus ausschalten. Ja, das geht sogar. Wunderbar. Dann nehmen wir doch erstmal. Ja, nehmen wir mal das. Wunderbar. Zwei auf einen Streich. Das. So muss das laufen. Gut, dann. Das können wir noch mal machen. Ich glaube, das machen wir auch. Hat leider nicht ganz gereicht. Jetzt müssen wir echt mal schauen. Ah, es tut schon ein bisschen weh, aber das ist alles noch vertretbar auf jeden Fall. Gut, gleich sind es auch nur noch zwei. Dann sollte das auch erstmal kein Problem sein. Du gehst erstmal wieder, fällt nach unten. Dann nehmen wir. Nehmen wir erstmal den Buff. Was kriegen wir? Mana-Aufladung. Und wenn ich das jetzt benutze. Das ist passiv. Ja gut, das sollte jetzt aber auch kein Problem sein. Wir haben jetzt hier. Du willst sie angreifen. Du willst auch sie angreifen. Das heißt, du brauchst nicht unbezwingbarer Wille, sondern du kannst jetzt einfach mal. Oh, wir nehmen erstmal das. Genau. Dann können wir hier den doppelten Hieb nehmen. Das ist schon ein bisschen. Machen wir das so. Und einmal den Schildschlag, dann können wir dich erledigen. So, jetzt haben wir dich noch hier. Die Karte ist schon mal kostenlos. Dann werden wir die auf jeden Fall mal spielen. Was haben wir denn hier? Das ist. Heilender Wind ist schon super. Auf jeden Fall. So, einmal heilen bitte. Sind sie wieder voll. Dann haben wir hier die heilige Welle. Wäre natürlich ganz nett, aber dann. Gut, ich könnte jetzt runtergehen. Könnte aber andererseits auch hier den. Hm.
Wir können das einmal so machen. Dann können wir noch... Ja gut, machen wir das so. Sanitäter. Die bleiben erstmal so stehen. Weil der greift ja jetzt sowieso nicht an. Du brauchst dich jetzt auch nicht bewegen, du kannst einfach angreifen. Alles klar, wunderbar. So, und was können wir hier kriegen? Ja. Kurve der Viper, ne? Armbrust. Gibt Schnellschuss. Visiert ein zufälliges Feld an. Angriffsschaden. Mhm, Schild. Wächter des Schwefels. Schon wieder so ein Schild. Gibt Schildschlag. Schutzschilde, Geschicklichkeit, Stärke. Alle fünf Züge eine Karte ziehen. Perlen der Pein. Das ist doch, glaube ich... Leider kann man jetzt hier in dem Menü nicht nachschauen, was sie ausgerüstet haben. Aber ich glaube, auf das Schild verzichte ich. Ich nehme mal das und dann... Hattest du schon was? Ja, aber das war nur Gelegenheitsangriff. Von daher ist das schon definitiv ein Upgrade. Alter, das wollte ich gar nicht. Du solltest einfach das ausrüsten. Jetzt hat er schon 30 Initiative. 24 Geschicklichkeit... Das sieht doch soweit echt ganz gut aus. War das denn bei deinem Schild hier? Pflicht des Ghouls. Ja gut, ist dem ja doch, die Kette, die Halskette war auf jeden Fall besser. Und ich sammle das ganze Gerümpel. So, das Hordengefecht. Das könnte ein bisschen schwierig werden, aber die sind noch Level 10. Das hier war Level 12 und ich glaube, die sind ja jetzt auch... Er wird hier auf jeden Fall noch Level 11. Deswegen machen wir das jetzt. Die haben jetzt auch nicht... Ja, die haben schon ein paar Lebenspunkte mehr. Aber du gehst mal dahin. Genau, dann nehmen wir jetzt... Sprunghieb ist ein bisschen blöd an der Stelle. Ehrlich gesagt bin ich davon auch nicht mehr so überzeugt. Weil ich halt doch sehr starke Angriffe bei ihm habe, wenn ich hinten stehe. Und wenn ich dann erst wieder die ganzen Felder zurücklaufen muss. Das ist halt nicht so praktisch. Machen wir das einmal so. Und ich würde jetzt gerne noch mal kurz gucken, wer greift denn jetzt hier wo an? Die greifen alle ihn an. Er greift ihn an. Er greift auch ihn an. Dann nehme ich jetzt auf jeden Fall erstmal hier parieren. So, und wie war das? Du ihn... Parieren sollte doch, ja, dann bekommt er halt ein bisschen Schaden, aber gut, dann können wir auch ein bisschen austeilen. 20 pro, okay, das war mit Blutung, dann machen wir das einmal so. Dann haben wir das noch und könnte den jetzt auch schon rausnehmen. Moment, wie war das? Du greifst ihn an. Ja, wisst ihr was, dann nehmen wir den jetzt schon raus. Gut, dann machen wir das so. Heilkarten. Lebender Blitz. Verwundbar, erschlagen. Ich glaube, du kommst erstmal runter. So, dann können wir das nicht mehr benutzen, aber den Angriff können wir nutzen und dann nochmal... Ich verpasse dir das mal. Gut, wenn er natürlich immer hinten bleiben muss, dann sollte ich vielleicht die beiden jeweils um ein Feld zurückziehen. Aber kommen die von aus der zweiten Reihe direkt da an die Kisten ran? Das ist jetzt die Frage. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel einen Verstohlenheitsangriff. Der wäre schon mal gar nicht so blöd. Da könnten wir auf jeden Fall ihn hier erstmal ausknipsen. Und dann war es das auch schon. Verschiebung brauche ich jetzt nicht wirklich. Bei ihm hier wäre Verschiebung noch besser, aber er hat, glaube ich, auch einmal Verschiebung. Ich glaube, ich nehme jetzt hier einmal Kommandoschrei.
Und dann Machtdemonstration. Mehr Kraft und das... Ja, ich kann ihn halt verschieben. Will ich das denn, ist die große Frage. Ich glaube, ich versuche das nur so, dass die dann in alle in eine Bahn kommen. Du hast ein Geschoss. Okay, dann machen wir dich definitiv schon mal platt. Da können wir dann eine Heilkarte abstauben. 24 Schaden. Gut, ich könnte das natürlich auch ein bisschen splitten und greife ihn an, mach ihn platt und dann machen wir ihn noch platt. Und die Kisten lasse ich jetzt erstmal links liegen. So, du gehst runter und... Ah, jetzt habe ich es wieder nicht gesehen mit der Verschiebung, verdammte Axt. Können eine Karte abwerfen. Das ist ja gut. Aber bei dir kann ich auf jeden Fall, dann nehme ich nochmal Verschiebung. Ja, was soll's. Am Streich. Kritisch verwundbar. Du willst angreifen. Das heißt, wir schalten dich erstmal als erstes aus. Was mit euch hier? Nehmen wir einmal Finte. Machen wir das so. Zug beenden. Und die sollten jetzt auch kein allzu großes Problem darstellen. Okay, er muss da runter, sonst passt das nicht. Ja komm, geh mal dahin. Machen wir das einmal so. Blockt der den auch? Deswegen kann ich den da nicht angreifen. Weil der eine Nahkampfwaffe hat, oder warum? Kann ihn jetzt nur erledigen, oder... Komm noch 9. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht die Kisten angehe, aber nee. Das machen wir dann so. Die Pettiche... Ja, genau. Das liegt daran, dass er eine Nahkampfwaffe hat. Interessant. Ist auch irgendwie selbsterklärend in gewisser Weise schon. Ja, aber gut, das muss man dann auch erstmal dran denken, weil das wird halt auch nicht irgendwie angezeigt oder so. Das kostet 2, das kostet 2. Ja, gut, dann machen wir das doch einmal so. Von den anderen Kram brauche ich jetzt an der Stelle mal nichts. Du hast mal wieder Meucheln auf der Hand. Das ist schon mal super. Dann machen wir dich nämlich platt. Und wie sieht das jetzt mit dem Rest aus? Machtdemonstration. Ja, warum nicht? Dich können wir ausknipsen. Verwundbarkeit wäre auch schon super, aber... Ja gut, dann machen wir jetzt doch die Kiste platt. Kommt da halt nicht dran. So, dann haben wir hier einmal erschlagen und dann warten wir mal auf die nächsten Gegner. Und insgesamt noch 6. Gut, du willst wieder ihn hauen. Machen wir das so. Dann... Alles weit weg. Sind jetzt echt alle zu weit weg. Okay, dann müssen wir das halt so machen. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir konnten trotzdem einen rausnehmen. Ich könnte ich jetzt verschieben, aber ich glaube... Das ist halt echt doof, weil der Schurke da nie dran steht. ...50... alles klar, gut, dann haben wir auch dich erledigt. Und als nächstes... ...kümmern wir uns dann mal um...
dich da oben. Kettenheilung. So, durchziehen. Nee, wir nehmen da Blitz. Das läuft auf jeden Fall besser als erwartet. So, du kannst jetzt noch mal... Wie war das? Das reicht von da hinten nicht, ne? Das ist... Moment, ich guck mal kurz. Doch, das wird sogar reichen. Alles klar, dann greifen wir dich nämlich an. Dann haben wir hier jetzt... Die greifen dann nicht an. Alles klar, dann können wir... Was können wir denn mal machen? Dich mit einem Hieb rausnehmen. Dich nehmen wir dann auch gleich noch raus. Und gut, für den da hinten reicht es jetzt nicht mehr. Machen wir das einmal so. Und dann hier noch ein magisches Geschoss hinterher. Ja toll, das könnte ich jetzt hier spielen, aber... Machen wir das doch. Machen wir wieder das. Warum nicht? Dann kann sie sich da auch wieder hochheilen. Das war jetzt ein bisschen Overkill, aber was soll's. Dann haben wir dich auch ausgeschaltet. Er ist jetzt auch Level 11. Das sieht doch schon mal super aus. Eisenbuckler ist jetzt nicht so toll. Vielleicht sollte ich mir doch mal überlegen, die ganzen grauen Sachen schon mal zu zerlegen. Körperkraft, Langbogen. Reitschuss. Verursacht 17 Schaden, verursacht plus 15 Schaden, wenn Wirker und Ziele in der hinteren Reihe stehen. Okay. Gut, das ist aber, ja. Wie oft kommt das vor? Plattengürtel, Stärke, schwere Armbrust und gibt's hier noch Vorbote des Unglücks. Gibt mit den Schatten verschmelzen. Bewegt sich in die hintere Reihe derselben Bahn. Zieht eine Karte. Oh, das ist natürlich super für einen Schurken. Hält zu Beginn des Zuges 4 kritische Treffer, wenn Verstohlenheit aktiv ist. Oh, das ist ja super. Das kommt mir ja wie gerufen. Max TP mehr ist nicht so wichtig. Geschicklichkeit ist super. Blitz in der Flasche? Nee, ja gut, hier könnten wir noch das mit den Runen und so. Das lasse ich erst nochmal so ein bisschen... Das gibt nämlich nur ein Geschicklichkeit und dann hat man die Mana-Aufladung. Auch hier nicht wirklich, aber die passt ja super. Vorbote des Unglücks. Kopfbedeckung ist echt der Knaller. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich ihm hier dann den Speer geben soll. Aber diese, mit diesen Spezialisierungen ist halt, das ist halt immer so eine Sache. Gerade wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat und so früh im Spiel... Nachher ärgert man sich darüber, wenn man da Punkte reinsteckt und man braucht es halt nicht mehr, weil einem was anderes viel besser gefällt oder weil man wirklich was anderes braucht. Das ist halt immer ein bisschen doof. Deswegen warte ich damit erst nochmal. Vielleicht mache ich das doch noch irgendwann, aber aktuell so weiß ich ja nicht. Wertepunkte. Fertigkeit. Schwertkunst 2. Ganz ehrlich, ja gut, dann nehmen wir das hier noch mit. Wenn das hier wieder Damage ist. Verursacht 4 Schaden. Ist kostenlos. Doppelter Hieb haben wir ja einmal. Häutender Stahl. Verursacht bei 2 Zielen in derselben Bahn pro ausgegebener AP 10 Schaden. Oh, das ist natürlich auch schon nicht schlecht. Effizienter Schwertkampf. Reduziert bei Verwendung eines letzten Schlags die Kosten einer zufälligen Angriffskarte auf der Hand um 1. Okay, aber ich glaube, ich nehme das hier einfach mal mit. Aber er hat jetzt auch schon eine Menge Karten. Haben wir hier auch ein Raster. Tja, wie machen wir das denn? Wo pappen wir das denn dran? Fertigkeit erlernen, Führung 3. Ich könnte jetzt auch da dran machen. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Ich glaube, wir pappen das einfach mal da dran. Was soll's. So, dann hätten wir das hier alles soweit. Ich glaube, ich gehe jetzt doch einmal kurz zurück. Und wir gehen mal zur Schmiedin.
Können wir Sachen zerlegen? Funktioniert das denn? Wie ist denn das sortiert? Ach so, von grau nach. Kann ich irgendwie auch mehr auf einmal zerlegen oder muss ich die irgendwie alle einzeln anklicken? Ja gut, das... Ah ja, man kann hier sogar mehr. Ja gut, dann ganz ehrlich, die grauen Sachen, da brauche ich jetzt glaube ich auch nicht großartig nachschauen. Selbst wenn ich dann mal irgendwie noch was für einen anderen finde, dann finde ich bestimmt bessere Sachen. So. Dann wird das nicht alles zerlegt. Gewöhnliche Materialien kriegen wir 24 raus. Chromatische Splitter 31. Machen wir das doch einfach mal. Dann haben wir, dann ist das zumindest wieder ein bisschen übersichtlicher. Und ach so. Dafür brauche ich jetzt auch Tage. Das ist ja interessant. Und ich kann da so jetzt noch nicht hin. Das heißt, dafür brauche ich jetzt... Ach so. Ah, okay. Wenn ich hier aus der Garnison rauskomme oder aus dem Umland, dann brauche ich wieder... Dann fängt das mit den Vorräten an. So ist das zu verstehen. Gut, ich muss das jetzt mitnehmen, oder? Ich kann jetzt... Nee, ich kann da noch nicht hin. Ich muss hier hin. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Gut, dann reisen wir da mal hin. So langsam ergibt das mit den Vorräten Sinn. Ja, doch. Gut, das könnte jetzt... Jetzt kann er sich aber nicht bewegen. Haha. Ja, Verstohlenheitsangriff. 26. Wir knüppeln dich, glaube ich, erstmal weg. Dann haben wir hier noch... Benutzt einfach mal Finte. Machen wir das so. Gut. Und du wirst jetzt eine Verschiebung nach dahin machen. Und die Dinger blockieren dann auch, weil er Nahkämpfer ist, könnte er ihn jetzt... Gut, nee, könnte er ihn auch nicht angreifen. Okay, das... Oh, das ist natürlich... Wow. Ja. Das ist ja super. So, das kann ich noch nicht kann ich damit angreifen, aber nicht damit. Ja, super. Mach jetzt einfach das Ding hier kaputt, was soll's. Die haben ja auch sonst irgendwie... Die blocken nur, oder? Scheint so. Hauen wir dich einmal. Gut, du machst dann... Wieso greifst du das an? Ich verstehe das nicht. Verarzten. Brauchen wir nicht. Die haben noch alle volle Lebenspunkte. Warum hat er jetzt da drauf geschossen? Man weiß es nicht. 7 Schaden, Blutung. Kann jetzt... Moment. Kann die Dinger... So, die kann ich gar nicht... angreifen. Wir nehmen hier erstmal einen Streich. Damit kann ich nicht angreifen. Das geht auch nicht von der Reichweite. Dann nehmen wir halt den Stärkungszauber. Dann haben wir da einmal parieren. Ja, mit dem Rest kann ich hier jetzt nichts machen. Und, ja, obwohl, ich hätte ja hier runtergehen können. Ah, was rede ich denn da? So, 17. Wie machen wir das denn? Ja, das ist vielleicht... Machen wir das erstmal so. Gut, dann nehmen wir einmal das. Du kannst jetzt wen erschlagen. Ich kann das aber auch so machen. Dann das nehmen. Und dann haben wir noch einen Schlag.
Beobachten. Verborgene Klinge. Karte ziehen wir. Das ist jetzt gar nicht mal so eine dumme Idee. Was kriegen wir? Ein Sprunghieb. Ja, okay. Warum nicht? Gut, aber dich kann ich nicht anspringen. Machen wir das. Ja gut, nehmen wir jetzt mal Sprunghieb. Immerhin 42 Damage. Was die hier angeht, aufreißen. Machen wir einmal. Gut, der killt sich vermutlich dann selbst. Dann haben wir da nochmal was. Können wir dich erledigen und ansonsten. Ja gut, ich könnte jetzt parieren spielen, aber ja. Was soll's. Okay, einmal lebender Blitz. Einmal gerechter Schlag. So, meucheln. Ja, meucheln kann ich halt auch so benutzen. Ich könnte ihn jetzt auch wieder... Ja, verschieben wir ihn einmal, warum nicht? 41 Damage, 93, das reicht auf jeden Fall. Gut, dann haben wir hier nochmal erstechen. Dann werden wir... dich mal erstechen. Und... dann haben wir hier... nehmen jetzt einfach mal das. Dann nehmen wir den Knaufschlag und den eifrigen Schlag und dann parieren. Gut, die können dann theoretisch danach ja noch angreifen. Oder die greifen dann danach an. So, erschlagen. Und magisches Geschoss. Gut, dann hätten wir das auch. Blutung, Finte. Machen wir das erstmal so. Was können wir denn? Ja gut. Von der Karte könnte ich mich eigentlich schon trennen. Nehmen wir einmal Streich und einmal erstechen. Bist du nämlich erledigt. Und wie machen wir das jetzt? Aufreißen ist schon mal super. Ja, können wir auch wegknüppeln. Dann kommt da noch einer. Das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ja gut, können wir machen. Dann... er wieder volle Lebenspunkte. Das ist jetzt gerade alles so ein bisschen doof. Und auch was die Rüstung angeht, fand ich bisher noch nicht so praktisch. Für ihn jedenfalls. Gut, aber den können wir jetzt mal eben ganz fix umknüppeln. Dann hätten wir das auch geschafft. Die sind jetzt Level 12. Ist, sieht doch super aus. Kupferring. Jede Menge Gold. Was haben wir hier? Krallen des Raben. Akkurater Sprung, das kennen wir ja schon. Ja, was haben wir hier? Intelligenz, Max TP, Giftresistenz. Ja, ist okay. Ein Zauberstein. Also das nicht, entweder das oder so ein Entzauberstein. Ich glaube, ich würde... ich denke jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, ich nehme den Entzauberstein, ja. Dann machen wir das so. Dann geht es nächstes Mal hier mit dem Event weiter. Und das kostet ab jetzt hier alles Vorräte. Gut, dann hat sich das Mysterium um die Vorräte geklärt. Und nächstes Mal werde ich dann die Punkte bei den anderen beiden vergeben. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.